Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Ja, ihr seht schon, wir sind mitten im Kampf und zwar verwirrt auch noch. Gegen ein riesiges zweibeiniges irgendwas. Und anscheinend können wir gerade nichts zaubern, na toll. Weil wir alle verwirrt sind. Ne, jetzt sind wir nicht mehr verwirrt. So. Und du kriegst gleich mal... Ah, Tornado-Küken heißt es. Du kriegst gleich mal eine Schlammbombe ab. Das hat anscheinend gut gesessen. Nochmal eine Schlammbombe. Ja, die sitzt gut. Dann darf gerade Moni nochmal auf uns allen hier die Schlammkur drauf machen. Beziehungsweise wir machen einmal den Turboantrieb. Dadurch werden wir mehr Angriffstaktik und können besser ausweichen. So, und nochmal die Schlammkur drauf. Ah, das war schon. Wunderbar. Das ging ja sehr flott. Ja, da freuen wir uns, da freuen wir uns, da freuen wir uns, da freuen wir uns, da freuen wir uns. Und weiter geht's. Bumerang-Orb erhalten. Ach, da freut sich H. Und H erreicht dadurch auch gleich Level 17. Monis Zauber schwindet. H's Zauber schwindet. Ja, okay, mein Zauber schwindet auch. Aber ist denn irgendjemand zu Hause? Nee. Gucken wir nochmal im oberen Dorf nach, wo wir jetzt eigentlich gewonnen haben. Vielleicht ist ja doch noch irgendjemand da. Hallo, ist hier jemand? Ist there anybody out there? Ah, da kann man noch weiter nach Norden. Okay. Ah, erstmal reden. Opa? Ha, das ist doch... Bist du es? Ha? Wer denn sonst? Bist du blind, Opa? Die Truppen des Imperators haben das Siegel des Windsamens gebrochen. Dabei haben sie mich so geblendet, dass das ganze Dorf ist ermordet worden? Nein, sie sind bestimmt geflohen. Hoffentlich, aber ich weiß es nicht. Ach, Opa. Schon gut, ha. Schon gut. Ha. Was auch geschieht, wir Kobolde sind ein Teil des Manas. Weder der Mana-Drache noch andere Monster können uns etwas anhaben. Allerdings, wenn Mana verschwindet, dann verschwinden auch wir. Keine Sorge, Opa. Meine Freunde und ich werden das regeln. Stimmt, Herr Opa. Ich würde euch ja gerne helfen, aber ich bin alt und blind. Aber Elektra, die gute Patronin des Windes, wird euch helfen können. Ihr ruft, Alter? Diese drei sind jetzt deine Meister. Muss das sein? Elektra schließt sich an. Ja, jetzt haben wir Blitzzauber. Mit Elektras Analysezauber könnt ihr herausfinden, mit welchem Zauberspruch ihr den Orbschalter im Vier-Jahreszeiten-Wald verzaubern müsst, um ins Tüftlerdorf zu gelangen. Dort sollte es einen weisen Drachen geben, der euch hilfreich sein könnte. Aber geht jetzt besser. Gut, Opa, wir gehen da mal los. Ihr seid hier immer willkommen, wenn ihr eine Pause braucht. Da, neue Kraft. Den Spielspann speichern. Ja, natürlich. Seid vorsichtig. So, aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, den Mana-Samen zu versiegeln. Weil dadurch steigt auch gleichzeitig die Fähigkeitsstufen, glaube ich, unserer Magiefähigkeiten. Die Kraft des Samens erhalten.
Mein Mana-Schwert wird stärker. Also nicht wirklich, aber die Mädels lernen dadurch, können dann ihre Zaubersprüche besser upgraden. So, jetzt können wir zu diesem komischen Orb gehen. Und ab ins Tüftlerdörfchen. So, lang geht's nicht mehr. Wir schaffen es gleich. Ja, komm, hier. Halt, da, nein, up, da und hier und drauf und immer und da und du und da und ja und so, hier ran. Und probieren wir gleich mal diesen Analysezauber aus. Den kann man übrigens auch auf die Truhen setzen. Damit wissen wir nämlich gleich nachher, ob eine Truhe gefährlich ist oder nicht. Was relativ praktisch ist. So, wir müssen Elektra auswählen. Und da haben wir den Analysezauber. Analyse Level 0. Okay. Elektras Magie könnte helfen. Okay. Elektra. Ein Orkschub. Ein Blitzschlag. Das war der falsche. Jetzt hat es funktioniert. Ja, ich glaube, wenn wir den weiter ausrüsten, dann wird noch genauer gesagt, welcher von Elektras Zaubern besser wirken könnten und so weiter und so fort. Also mit höherer Stufe kommt mehr Verantwortung. Oder nee, das war wieder was anderes. Das war Spider-Man. Mit mehr Macht kommt mehr Verantwortung. So, Raupi. Raupi ist auch gone. Gone in the wind. Ah, Mann. Jetzt ist Moni tot. Also, ich will ja nur weg hier. Ich will nur ins Tüfteldorf. Mehr will ich gar nicht. Komm. Nein. Wo? Jetzt. Nein. Nein. Da. Nein. Komm jetzt. Holen wir Moni zurück. So, und ich erreiche Level 18. Wunderbar. So, dann probieren wir gleich mal den Analysezauber aus auf diese Truhe und das heißt jetzt, es ist eine Falle. Wir werden es trotzdem überprüfen. Nee, das heißt nicht, dass es eine Falle ist. Okay.
Aber hier geht's weiter. Ja. Wir wollen doch nur ins Tüftlerdorf. Tüftlerdorf. Wo geht's hier? Ins Tüftlerdorf. Tüftlerdorf. Nein, hier geht's auch nicht ins Tüfteldorf. Ja, jetzt ist Moni, Haar hinüber. Irgendwo muss es doch hier, ja, perfekt. Hier geht's weiter. Ah, komm. Ich will nicht kämpfen. Ich will nur ins Tüfteldorf. Hm. So schnell es geht. Kämpfen kann ich mit euch später noch. So, jetzt ist auch Moni. Das Tolle ist, jetzt sind sie beide Geister. Jetzt laufen sie mir direkt hinterher. Wo geht's da rein? Ist das das Tüftlerdorf? Nein, das sieht nicht nach Tüftlerdorf aus. Da, hier geht's weiter. Kanone zurzeit außer Betrieb. Das sieht auch nicht nach dem Dorf aus. Oder ging's doch da in den Tunnel rein? Ah, nein, 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 jetzt, ah, Gott. Gerade noch so. Oh Mann. Nein, jetzt, hör auf. Das war's, verdammt. Ja, und mit den Worten verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir da vor diesen komischen Außerbetrieb-Kanoni-Reisebüro sind. Aber bis dahin nimmt diese Geschichte halt ein tragisches Ende. Macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.